Hallo, ich lese eine kleine Passage aus diesem Buch, Erich Kästners Berlin. Das Buch ist 2014 erschienen, 2019 kommt es in der 5. Auflage heraus. Es ist also ein beliebtes Buch, was den Autor freut. Es ist eine Reise durch Berlin mit Erich Kästner, mit seinen Figuren. Emil und die Detektive spielen eine große Rolle, der Fabian-Roman, aber auch Gedichte und Feuilletons, biografische Spuren. Und ich habe für diese Mini-Vorlesung eine kleine Passage rausgesucht, die einen bisschen abgelegenen, aber für Kästner doch sehr bedeutenden Ort zum Thema hat, nämlich im ehemaligen Berliner Zeitungsviertel. In Emil und die Detektive geht es, als eigentlich die Handlung schon ihren Höhepunkt überschritten hat, ins Zeitungsviertel, in ein großes Zeitungshaus hinein. Und die Frage stellte sich, was ist der Erfahrungshintergrund Erich Kästners gewesen, diesen literarischen Schauplatz zu wählen? Das Zeitungsgebäude war riesengroß, fast so groß wie das Polizeipräsidium am Alex. Und auf den Korridoren war ein Gerenne und Gesause, als sei ein Hindernislauf im Gange. Ein netter Redakteur mit dem Namen Kästner nimmt den kleinen Emil Tischbein mit in die Redaktion. Dort diktiert der Journalist Emils Detektivgeschichte einer hübschen blonden Sekretärin in die Schreibmaschine. 3 Etagen höher wird der Junge in einem Fotoatelier abgelichtet, dann darf er noch einen Blick in die Setzerei werfen. Da klingelt's und tippt's und rattert's, da wackelt die Wand. Den Alltag einer Zeitungsredaktion kannte Kästner aus seiner Zeit als Redakteur in Leipzig. Im Sommer 1927 wurde dem unbequemen Mitarbeiter die Festanstellung bei der neuen Leipziger Zeitung gekündigt. In Berlin durfte er als Theaterkritiker und Kulturkorrespondent weiter für das Blatt schreiben. Daneben belieferte er als freier Journalist zahlreiche andere Medien. Es gab 2 riesengroße Berliner Zeitungshäuser, zu denen er enge Beziehungen pflegte und auf die seine Schilderung in Emil und die Detektive passt. Das Mossehaus und das Ullsteinhaus, beide nicht weit voneinander im Berliner Zeitungsviertel um die Kochstraße gelegen. Im Verlag von Rudolf Mosse erschien das Berliner Tageblatt, die bürgerliche Hauptstadtzeitung mit der größten überregionalen Ausstrahlung. Die Redaktion hatte ihren Sitz in einem mächtigen Geschäftshaus an der Jerusalemer Ecke Schützenstraße, das 1901 bis 1903 vom renommierten Architekturbüro Krämer und Wolfenstein errichtet worden war. Dort arbeiteten auch die anderen Redaktionen und Abteilungen des Verlages, einschließlich Setzerei und Druckerei. Während des Spartakusaufstandes im Januar 1919 besetzten Kommunisten das Zeitungshaus. Bei den Kämpfen wurde die Fassade schwer beschädigt. Der Verlag beauftragte den Architekten Erich Mendelssohn mit einer Aufstockung und Neugestaltung der Gebäudeecke. Mendelssohn schuf eine Ikone der modernen Geschäftshausarchitektur in Berlin mit geschwungenen Fensterbändern, die das ganze Gebäude in Bewegung zu versetzen scheinen. Hier ist das Haus kein unbeteiligter Zuschauer der sausenden Autos, des hin und her flutenden Verkehrs, sondern es ist zum aufnehmenden, mitwirkenden Bewegungselement geworden, so der Architekt. Das sah sehr nach aufgeregtem Kapitalismus und Amerika aus, war aber nichts als eine romantische Spielerei. Innen drehten sich immer noch die Barocktreppen um den verschnörkelten Fahrstuhl, schrieb rückblickend der Feuilletonist und Kästner-Freund Walter Kiaulehn, der jahrelang als Redakteur für das Berliner Tageblatt tätig war. Hier war es schick, an Stehpulten zu arbeiten, den Augenschirm auf der Stirn, die mossischen Redaktionen hatten Clubcharakter, und zwischen den Ressorts waren ewige Schachpartien im Gang. Wie die anderen großen Medienhäuser im Zeitungsviertel war das Mossehaus nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ruine. Nur ein Torso blieb nahe der Sektorengrenze stehen, überdauerte die Mauerjahre und diente nach dem Mauerfall als Basis für einen Wiederaufbau der spektakulären Gebäudeecke von Erich Mendelssohn. Auch eine lange Fassadenfront aus der Kaiserzeit an der Schützenstraße wurde wiederhergestellt. Das Mossehaus ist das einzige Relikt im Zeitungsviertel, das einen Eindruck von der ökonomischen Potenz der Presseunternehmen vermittelt, die bis zum Zweiten Weltkrieg dort ansässig waren. Verschwunden ist die Adresse des damals größten deutschen Medienkonzerns. Das Haus Ullstein wurde bis zur Arisierung in der Nazizeit von den 5 Söhnen des Unternehmensgründers Leopold Ullstein gelenkt.
Seine berühmte Adresse Kochstraße 22 bis 25 ist verschwunden. An der Ecke der heutigen Rudi-Dutschke- und Charlottenstraße steht seit 1999 das farbenfrohe ehemalige GSW-Hochhaus als Blickfang. Kontakte zu Ullstein-Redakteuren hatte Kästner schon vor der Übersiedlung nach Berlin. 1925 druckte das Magazin Querschnitt sein Gedicht »Paralytisches Selbstgespräch«. Ab 1928 gehörte das Unterhaltungsblatt der Vossischen Zeitung zu den zuverlässigsten Abnehmern seiner Lyrik. Das ist bemerkenswert, weil diese älteste Zeitung Berlins damals von den Ullsteins mit viel Geld modernisiert und zu einer direkten Konkurrenz für das Berliner Tageblatt aufgebaut wurde. Trotz dieser Rivalität gelang es Kästner, in den beiden führenden bürgerlichen Qualitätszeitungen vertreten zu sein. Texte erschienen auch in anderen Ullstein-Blättern wie der auflagenstarken Grünen Post und der Berliner Illustrierten Zeitung. Als Charlie Chaplin 1931 Berlin besuchte, gab Ullsteins Boulevardblatt, die BZ am Mittag, ein langes Huldigungsgedicht Kästners an den umjubelten Filmstar in Auftrag. In Emil und die Detektive hat sich Kästner selber in der Rolle eines festangestellten Berliner Redakteurs porträtiert, die er in Wirklichkeit gar nicht anstrebte. Er baute sich zielstrebig eine Existenz als freier Autor und Journalist auf, etablierte sich bei verschiedenen Medien als geschätzter Textlieferant und wahrte so eine größere Unabhängigkeit als viele Kollegen, die an einen bestimmten Verlag und dessen weltanschauliche Ausrichtung gebunden waren. Illusionslos erzählt Kästner im Fabian-Roman vom Alltag einer Berliner Redaktion, deren feste Mitarbeiter im Lauf der Jahre zu Zynikern geworden sind. Einer erfindet Auslandsnachrichten, um die Spalten des Blattes zu füllen. Ein anderer traut sich nicht, eine Reichskanzlerrede kritisch zu kommentieren, obwohl er sie für Unsinn hält, denn wir haben Anweisung, der Regierung nicht in den Rücken zu fallen. Der Wirtschaftsredakteur sagt von sich, ich diene dem falschen System mit Hingabe. Das journalistische Ethos und die Wahrheitsliebe der Kollegen aus dem Zeitungsviertel sind in der Mühle der täglichen Medienproduktion auf der Strecke geblieben. Kästner versuchte sich davor zu schützen, indem er sich in Berlin ein eigenes Büro und einen eigenen Textvertrieb aufbaute. Nach schlechten Erfahrungen mit dem Verlag der Neuen Leipziger Zeitung als Arbeitgeber wollte er um keinen Preis noch einmal in die Abhängigkeit von einem einzelnen Medienunternehmen geraten.